وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Somit sind wir beim 11. Hadith angekommen von diesem großartigen Buch Al-Arba'in al-Nawawiyya, eben Al-Hadith al-Hadi Ashar, der 11. Hadith von dieser Abhandlung, die 40 Hadithen von Al-Hafiz al-Nawawi mit Erklärung von Imam Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimullah. Und dieser Hadith lautet an Abi Muhammad Hassan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma qal hafiztu min Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk. Rawahu Tirmidhi wa Nasa'i wa qala Tirmidhi hadithun Hassan sahih. Der Hadith lautet auf Deutsch: Der Überlieferer ist der edler Sahabi, Enkelkind vom Prophet sallallahu alaihi wasallam, Abu Muhammad. Abu Muhammad, das ist die Kunya von Hassan radiallahu an. Hassan ist Sohn von Ali und Fatima radiallahu anhum. Das heißt, er ist von der Familie des Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, dass er vom Propheten sallallahu alaihi wasallam Folgendes auswendig gelernt hat. Was ist das? Dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Da'a ma yaribu ila ma la yaribu. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte: Unterlasse das, was in dir Zweifel weckt, indem du dich zu dem begibst, was in dir keine Zweifel erweckt. Das heißt, unterlasse es, das, was in dir Zweifel erweckt, indem du dich begibst, yani von dem anderen entfernst und zu dem anderen dich begibst, was in dir keinen Zweifel erweckt. Der Hadith ist überliefert von Tirmidhi und Nasa'i, und Imam Tirmidhi sagte, der Hadith ist Hassan und Sahih. Hassan, Sheikh Uthaymin Rahimullah, sagt in der Erklärung: Hassan radiallahu an ist Enkelkind vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und Enkelkind as-Sabt Nabi sallallahu alaihi wasallam. Im Arabischen ist unterschiedlich bei der Bezeichnung der Enkelkinder. Wenn die Enkelkinder vom Sohn sind, dann sagt man Hafid. Hafidun. Das ist Enkelkind vom Seite der Sohn. Und wenn man sagt Sept, dann ist er Enkelkind von der Seite der Tochter. Das heißt, sobald es erwähnt wird, im Arabischen weiß man Bescheid, das ist Enkelkind Seite der Sohn oder Enkelkind Seite der Tochter. Das heißt, vom Seite der Sohn Hafidun und vom Seite der Tochter Sept. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagt über Hassan radiallahu an, er sagt über ihn: Inna ibni hadha sayyid, sayuslihu Allahu bihi bayna fiyatayn min al-muslimin. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, und dieser Hadith ist in Bukhari verzeichnet, er sagte: Inna ibni hadha sayyid, wahrlich, dieser meine Sohn ist ein Führer. Ein Herr, ein Führer. Wieso? سَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ الْفِيَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala wird zwischen zwei großen Gruppen der Muslime durch ihn schlichten. Durch ihn, yani Frieden bringen. Durch ihn, yani Ruhe bringen. Und Sheikh Uthaymin rahimahullah sagt: وَكَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ. Und wahrlich, die Sache war es so. Und dieser Hadith, inna ibni hadha sayyid, das ist eine von den Zeichen, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ein wahrer Prophet war. Wieso? Er prophezeite etwas, was knapp 40 Jahre nach seinem Tod stattfand. Und die Sahaba, Ridwanullahi alaihim,
Als sie dieser Hadith hörten vom Gesandten, er sagte, Inna ibni hada Sayyid, weil in diesem Moment war Hassan kleiner Junge, ganz, ganz klein. Und dann der Gesandte sagte, Inna ibni hada Sayyid, das heißt, dieser meiner Sohn ist, wird ein Führer sein. Allah wird durch ihn zwischen zwei großen muslimischen Gruppierungen schlichten. Als die Sahaba dieser Hadith hörten, als die Sahaba dieser Hadith vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam hörten, sie wussten, dass Hassan radiallahu an leben wird. Und dies wird sich nicht, yani, er wird nicht sterben, bis sich diese Aussage bewahrheitet, was der Gesandte sallallahu alaihi wasallam ausgesprochen hat. Und wann ist es geschehen? Wann ist geschehen, dieser Hadith hat sich verwirklicht? Als sein Vater Ali radiallahu an getötet wurde von den Khawarij, dann gehörte die Khilafa, die muslimische Herrschaft, seinem Sohn, seinem älteren Sohn, Hassan radiallahu an. Und davor war Ali radiallahu an in einem Streit mit Muawiyah radiallahu an. Als der Hassan radiallahu an die Khilafa bekam, unter seine Gewaltmacht, er verzichtete auf sie und gab die ganze Khilafa an Muawiyah radiallahu an. Somit, Allah schlichtete durch diesen Jungen, durch diesen Mann, der da Mann schon im großen Alter war, dann 14 Jahre und etwa, schlichtete Allah schon zwei Gruppierungen der Muslimen, die zerstritten waren. Das heißt, durch Hassan ging diese Fitna zu. Wurde diese Fitna beerdigt, wurde diese Fitna beendet. Und dies sagte der Gesandte Sassan 40 Jahre davor. Das ist ein Zeichen, dass dieser Gesandte, das heißt Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ein wahrhaftiger Gesandter ist. Und von der Aqida Ahli Sunnah wal Jama'a, wie auch Sheikh Uthaymeen rahmah sagt, ist Hassan radiallahu an besser als Hussein radiallahu an. Das heißt, in der Stufe, in der Vorzüglichkeit ist Hassan radiallahu an besser als Hussein radiallahu an. Jedoch, dann sagt Sheikh Uthaymeen rahimullah, jedoch die Rafida, sie nahmen die Geschichte von Hussein radiallahu an und sie ehren ihn so intensiv und heftig, weil seine Geschichte, wie er gestorben ist, ist emotionaler und somit spielen sie mit den Emotionen der Menschen. Jedoch wären sie wahrhaftig in der Liebe der Ahlul Bayt, das heißt der Familie des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, wie sie es behaupten, lügnerischerweise, wären sie aufrichtig und ehrlich und wahrhaftig, dann hätten sie Hassan radiallahu an mehr geliebt als Hussein radiallahu an. Wieso? Weil er ist besserer. Jedoch, sie missbrauchen diese Geschichte von Hussein radiallahu an, damit sie mit den Emotionen der Menschen spielen. Das mal dazu zu dem Überlieferer, Hassan radiallahu an. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, er sagte, da'a ma yaribu ila ma la yaribu. Das heißt, unterlasse es das, was in dir Zweifel weckt, indem du dich begibst zu dem, was in dir keine Zweifel weckt. Dieser Hadith ist von Jawamul Kalim. Jawamul Kalim, das wurde dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegeben und er wurde mit dieser Sache ausgezeichnet. Jawamul Kalim ist Eloquenz. Das heißt Eloquenz, wenige Wörter mit großer Bedeutung. Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das sind zwei kurze Sätze. Und Sheikh Uthaymeen rahimahullah sagt, würde man ein ganzes dickes Band schreiben, es wäre nicht genügend, um es zu umfassen, was diese Wörter, diese zwei Sätze, es für Bedeutungen besitzen. Und das ist eben, was dem Prophet sallallahu alaihi wasallam gegeben wurde, dieser Jawam al-Kalim, Jawamul Kalim. Und Sheikh Uthaymeen rahimahullah sagt, wahrlich, dieser Hadith ist für den Diener Allahs sehr nützlich. Wenn er würde auf diesem Hadith beschreiten und leben,
Somit erlebt ein ruhiges und ein errettetes Leben. Wieso? Weil, wenn man diesen Sachen praktiziert, dann wird sein Herz beruhigt sein, dann wird er auch sich von diesen Sachen erretten, von diesen Sachen, die ihn zum Zweifeln und Einflüsterungen bringen würden. Und diese Sache, eben da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk, diesen Sachen bezweckt sich nicht damit die Einflüsterungen, el-was-was. Wenn es diese Stufe erreicht wird, dann wird in diesen Sachen nicht Achtung geschenkt. Das heißt, wenn diese Grenze erreicht wird, dann werden diese Sachen nicht mehr beachtet. Dann ist nicht mehr von diesen Sachen. Lasse es das, was in dir Zweifel weckt, indem du dich begibst, in dem, was es kein Zweifel ist. Dann sind diese Einflüsterungen, man unterlässt sie, als würden sie nicht da sein. Und dann kommen wir, später, Schöpfner erklärt, was sind die Zeichen, dass etwas Einflüsterung ist vom Shaitan, was weiß. Dieser Hadith wendet man, Shukhtamin Rahmanah sagt, in Ibadat, in den gottesdienstlichen Handlungen. Da'am ayaribuk ila ma'la ayaribuk. In der Ibadat. In Mu'amalat, in den zwischenmenschlichen Begebenheiten, Verhältnisse, Situationen. Das heißt, dies wendet man an, auch zwischenmenschlichen Beziehungen, barakalafik. Und auch zum Beispiel im Nikah, in der Heirat, in Heiratssachen. Und auch in Abu Abul Ilm, in den Kapiteln des Wissens. In allen diesen Sachen wendet man diese Hadith an. Wie zum Beispiel, Sheikh Uthaymeen Rahman macht das Beispiel hier, er sagt in der Ibadat, in der gottesdienstlichen Handlungen, jemand verliert der Wudu. Und dies weiß er mit Gewissheit, dass sein Wudu verloren ist. Dann betet er. Dann hat er gebetet. Somit, weil er hat vergessen, aber er weiß danach, dass er der Wudu hundertprozentig verloren hat. Dann was sagen wir ihm? Lasse, was in dir Zweifel weckt. Was ist der Zweifel weckt? Eben, das ist, jetzt ist die Frage, ob dein Gebet, in Frage ist dein Gebet. Zu dem du dich begibst, in dem, was in dir kein Zweifel weckt. Was weckt in dir kein Zweifel? Dass du dich nochmal Wudu vollziehst und dann das Gebet verrichtest. Habt ihr verstanden? Andere Situation, schon noch mal sagen. Jemand nimmt Wudu und er ist sich im Gewissen, in Klarheit, dass er Wudu genommen hat. Und dann betet er das Gebet. Nachdem kommen zu ihm die Zweifel, habe ich jetzt die Wudu vollzogen oder nicht? Hier ist, was ist der Yakin, dass du Wudu genommen hast und dass du diese Wudu nicht verloren hast. Somit sagen wir zu dir, lasse, was in dir Zweifel weckt, indem du dich begibst zu dem, was kein Zweifel weckt. Was ist, was kein Zweifel in dir weckt? Dass du Wudu genommen hast und du bist dir in Klarheit und Gewissheit gewesen. Bis es wieder eine Klarheit eintrifft oder eine Gewissheit, dass dieser Wudu gebrochen wurde, annulliert wurde. Habt ihr verstanden bis jetzt? Oder auch im Nikah, im Heirat. Jemand heiratet und hat zwei Zeugen. Nach der Heirat, nach diesen Zeugen und alles, nachdem er diese Flitterwoche gehabt hat, denkt er sich, waren die Zeugen jetzt gut oder nicht? Zweifelt er bei seinen Zeugen, ob sie guten Zeugen waren, nach islamischen Voraussetzungen, oder doch nicht? Soll er wieder die ganzen Sachen nochmal zurückspülen lassen und nochmal wieder eine Flitterwoche veranstalten? Sollte man dies tun? Nein, wir sagen ihm, diese Sache ist schon zu Ende und du warst dir während der Zeit der Heirat, dieser Antrag und alles, du warst dir im Gewissen, dass diese Menschen guten Muslimen waren und jetzt diesen Zweifel, die danach kamen, das sind Zweifel eben, lasse das, was in dir Zweifel weckt, zu dem, was in dir kein Zweifel weckt. Auch andere Situation, es kommt eine Mutter, sie sagt, dich habe ich gestillt.
aber sie ist in Ungewissheit, sie ist sich nicht hundertprozentig sicher, waren diese Stillungen fünfmal oder viermal? Wieso vier oder fünfmal? Weil, wenn dich eine Frau fünfmal gestillt hat und du warst im Babyalter, dann ist dir diese Frau Mutter von Milch. Wenn es vier sind, dann zählt das nicht. Also wenn es fünf sind, dann ist auch verboten für dich, zum Beispiel, wenn sie hätte eine Tochter und sie wurde gleichzeitig mit dir gestillt, dann ist auch verboten. Ne? Weil, siehst du das? Dann kommen andere Sachen folgen für diese Sache. Dann ist auch verboten, ne? Dieses Mädchen für dich und sie ist Schwester für dich von Milch. Und du darfst sie nicht heiraten. Und du bist ihre Mahram. Yani, versteht ihr diese Sachen? Das yatarattab alayhi umur, sagt man auf Arabisch. Es folgen danach Angelegenheiten, die sich verknüpfen, würde man sagen auf Deutsch. Die Frau sagt, ich bin aber unsicher, waren vier oder fünfmal, weil es mir schon 30 Jahre her. Dann sagen wir, lasse was in dir Zweifel weg, zu dem, was in dir kein Zweifel ist. Das ganze Hadith kann man anwenden. Wieso? Was kein Zweifel weg, ist viermal. Da bist du dir sicher. Was es Zweifel weg, ist fünfmal. Also, somit kann es nicht festgestellt sein, dass diese Frau ist deine Mutter von Milch. Wieso? Weil sie ist beim fünften Mal unsicher. Und man, nach diesem Hadith lässt man das, was in dir Zweifel weckt, zu dem, was in dir kein Zweifel weckt. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, diese Kapitel, dass man diesen Hadith auf diese Art und Weise anwendet, ist breites Tor, breites Kapitel. In vielen Sachen, die man im Leben zustößen, kann man zurückgreifen zu diesem Hadith und dann auf diesem Hadith, anhand diesem Hadith, aufbauen. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, eben wegen dieser Hadith, da'a ma yaribuk ila ma la yaribuk, sagt er, diese Sache ist begrenzt. Wenn solange es keine Waswas sind, keine Einflüsterungen vom Shaitan sind. Und das Zeichen von Waswas ist, dass der Mensch fast nicht kein Wudu nimmt, außer er hat Zweifel. Kein Gebet verrichtet hat, außer nach dem Gebet er hat Zweifel. Das ist nicht mehr diese Sache, lass es, dann hast du aber jetzt drei oder vier gebetet. Kann passieren. Drei oder vier. Was ist sicher? Dass du drei gebetet hast. Also kannst du jetzt noch einen Rekka nachholen. Aber wenn das passiert, wenn einmal, zweimal im Jahr geschieht, aber wenn es kommt, jeden Tag, habe ich jetzt drei oder vier gebetet, habe ich jetzt zwei oder drei gebetet bei Maghrib-Gebete, dann ist nicht mehr zu beachten, diesen Sachen. Sondern die Medizin gegen diese Sachen ist, einfach nicht zu beachten, keine Achtung schenken. Das ist die Medizin, wie Sheikh Uthaymin Rahimullah sagte. Und auch zum Beispiel, Sheikh Uthaymin Rahimullah macht ein anderes Beispiel, wenn jemand sein Thaub, sein Hemd, sein Gewand schmutzig gemacht wird mit etwas, Najasa, etwas Dreckiges, was mit Gewissen ist, dass diese Sache dreckig ist. Und dann hast du ein bisschen gewaschen. Jedoch bist du dir unsicher, ob diese Sache ganz gewaschen wurde, ganz rein. Was war sicher? Dass diese Sache schmutzig war. Was du unsicher bist, dass du es richtig gereinigt hast. Das heißt, du sollst es zu dem zurückgreifen und diese Sachen richtig bereinigen, damit aus dem kommst, was in dir Zweifel weckt. Versteht ihr diese ganzen Sachen, diese ganzen Zusammenhänge? Und immer kann man das anwenden, in verschiedenen Situationen. Und Sheikh Uthaymin Rahimullah sagt, dass dieser Hadith wurde überliefert von Tirmidhi und Nesai und dass Imam Tirmidhi Rahimullah gesagt hat, dass dieser Hadith ist Hadith und Hassanun Sahih. Jetzt die Frage ist, das sind zwei Einstufungen, die ein bisschen Problem bereiten. Entweder der Hadith ist Sahih, lidatihi, an sich selber, oder der Hadith ist Sahih,
wegen anderer Hadith ist er sahih, li ghayrihi, oder der Hadith ist Hasan li dhatihi, an sich selber ist er Hasan, oder Hasan li ghayrihi, mit anderen Hadith unterstützt, ist er zum Hasan li ghayrihi geworden, oder ist der Hadith da'if. Aber jetzt, wie kann es sein, dass ein Hadith ist Hadith und Hasan und Sahih, dass er diesen beiden Eigenschaften in einem Hadith zu beinhalten sind? Wie geht das, Sheikh Ibn Rahman sagt? Er sagt, die Ulema sagen es, wenn so eine Definition, so eine yani Einstufung stattgefunden hat, dann hat es zwei Erklärungen dafür. Die erste Erklärung ist, dass der Überlieferer, der dieser Hadith überlieferte, er war sich unsicher, ob dieser Hadith tatsächlich die Stufe der Sahih erreicht hat. Yani, bei ihm war diese Unsicherheit, nicht diese ganz hundertprozentige Sicherheit. Und dann sagt er, Hadith und Hasan und Sahih. Habt ihr verstanden? Yani, er war sich unsicher. Und da er will zeigen, diejenigen, die nach ihm kommen, er gibt eine Ishara, eine Andeutung, aha, da ist etwas, was er sich unsicher war. Versteht ihr das? Yani, wie zum Beispiel El-Isnadu Sahih und El-Hadithu Sahih. Das sind zwei verschiedene Bedeutungen. Wenn ein Alim sagt El-Isnadu Sahih, er sagt nicht Hadith und Sahih, Isnad Sahih, da gibt es eine Andeutung, die dir zeigt, da musst du aufpassen, da ist etwas. Er sagt, die Überlieferungskette ist authentisch. Und andere sagt, der Hadith ist authentisch. Im Hadith-Wissenschaft ist es Unterschied. Zwischen Überlieferungskette ist authentisch und der Hadith ist authentisch. Mit der Überlieferungskette ist authentisch, das will er dir sagen. Überlieferungskette, da musst du was suchen, recherchieren. Aber das verstehen Leute, die Hadith yani, auch studiert haben. Diese kleinen Feinigkeiten. Auf jeden Fall, hier sagt er auch der Alim, Hadith und Hasan und Sahih. Das heißt, dieser Hafiz, der diese Sache einstufte, er war sich unsicher, ob dieser Hadith die Voraussetzungen des Sahih ganz erfüllt. Somit sagt er, Hadith und Hasan und Sahih. Erste Erklärung dafür. Zweite Erklärung, wie Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, ist, der Hadith hat zwei Überlieferungswegen. Der eine Weg ist Sahih und der andere Weg ist Hasan. Somit, wenn er bei der Einstufung erwähnt wird, dann sagt man Hadith und Hasan und Sahih. Habt ihr verstanden, diese zweite auch? Das heißt, er hat zwei Überlieferungswegen, die yani, überliefert wird, der Hadith. Und jetzt für Fa'ida, Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, als Vorzug, als Nutzen, was ist stärker? Yani, Hadith und Hasan und Sahih oder Sahih? Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, wenn der Hadith von einem Überlieferungsweg überliefert ist, dann ist Sahih stärker als Hadith Hasan und Sahih. Jedoch, wenn der Hadith zwei Überlieferungswege hat, dann ist Hadith Hasan und Sahih stärker als Sahih. Wieso? Weil der eine Weg ist Sahih von dem und der andere Weg ist Hasan. Das heißt, dieser Hadith hat noch andere Stütze, der ihn ja nie bekräftigt. Versteht ihr diese Sache? Das ist Mustalah al-Hadith. Ja, nie ein bisschen zu erwähnen. Sheikh Uthaymeen Rahimahullah hat auch das erwähnt. Und von den Vorzügen dieser Hadith, yani da'ma yaribuk, unterlasse es das, was in dir Zweifel weckt, ila ma'la yaribuk, indem du dich zu dem begibst, was in dir kein Zweifel weckt. Von den Nutzen dieser Hadith, von den Vorzügen, Sheikh Uthaymeen Rahimahullah sagt, dass die Religion des Islam, sie will von ihrem Folger, die Folger des Islam, sie will es nicht, dass die Folger des Islam sich in Ungewissheit befinden oder in Zweifel. Das heißt, das ist von den Zielen des Islam, von den Absichten des Islam ist nicht, dass diejenigen, die dieser Religion folgen, dass sie sich in Ungewissheit befinden oder in Zweifeln. Und dieser Hadith ist eine der Medizin von diesen Sachen.
Und Sheikh Uthaymin Rahman sagt, wenn du es willst, innerliche Ruhe und Entspannung, dann lasse diese Zweifel. Sonst wirst du müde. Sonst wirst du müde, sagt Sheikh Uthaymin Rahimullah. Vor allem, sagt schon, wa la siyama ba'd al-farah min al-ibada, sagt, vor allem, nachdem du diese Gottes, egal welchen, nachdem du eine gottesdienstliche Handlung schon verrichtet hast. Dann, wenn diese Zweifel kommen und so, vor allem dann, lass es. Gar nicht Beachtung schenken. Außer du bist wirklich in hunderttausendprozentige Gewissheit. Aber sonst kommen Zweifel und nein, lass es. Wie Sheikh Uthaymin Rahman macht ein Beispiel. Jemand macht Tawaf. Wo macht man Tawaf? In Mekka. Bei der Kaaba. Nicht in Indien. Weil einige Jamaat al-Tabligh, sie sagen, man kann nach Indien gehen und dort hat man größere Belohnung, als wenn man nach Mekka geht, zur Kaaba. Ja, das sind diese Leute. Yani, Anbeter von Gräber sind das. Jamaat al-Tabligh. Und deswegen ihnen stört die Aufruf zum Tawhid, weil sie sind Leute, die bei dem Gründer von dieser Jama'a und dessen Frau, die in einer Moschee begraben sind in Indien, sie machen da Tawaf um ihnen. Das ist Tatsache, Bruder. Leute, das sind, die waren da und sie haben es gesehen mit ihren eigenen Augen. Das heißt, Tawaf macht man bei der Kaaba. Jetzt, Sheikh Uthaymin Rahman sagt, du hast Tawaf gemacht. Und hast du als du es verlassen hast, die Tawaf, Al-Mataf, dann warst du dir im Gewissen, du hast 7 Runden gemacht. Du hast dich begeben zu einer Ecke, irgendwo in Haram, um 2 Rek'a zu verrichten. Wie es Sunna ist, nach dem Tawaf. Dann, während du diese 2 Rek'a verrichtest, kommen zu dir Zweifel. Habe ich jetzt 6 gemacht oder 7 Runden? Khalas, du bist jetzt aus, fertig mit diesem Abschnittsgottesdienst. Von diesem Teil der Gottes bist du fertig. Lass es. Außer du bist wirklich hundertprozentig im Gewissen, dann kannst du es gehen zurück und die Runde vervollständigen. Ansonsten lassen. Nicht einfach kleine Zweifel und sofort durcheinander sein. Und wie zum Beispiel, er sagt auch von den Vorzügen, dass jemand ein Gebet betet. Und nach dem Gebet kommen ihm Zweifel. Habe ich jetzt 3 oder 4 gebetet? Chalas, du hast gebetet 4. Lässt du das sein? Und gibst du diesen Sachen keine Achtung? Und dann Sheikh Uthaymin Rahman als dritter Vorzug erwähnt, eben dass dem Propheten sallallahu alaihi wasallam diese Jawamul Kalim, diese Eloquenz gegeben wurde. Wie innama al-amalu bin-niyyat, dieser erste Hadith von diesem Buch und andere Hadithen, die es zeigt eben, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit wenigen Wörtern große Bedeutungen gesprochen hat, die Gelehrten danach Bänder sogar verfasst haben. Hada wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.